Und zusammen willkommen zurück zu den Let's Shows hier von Super NES hier auf meinem Kanal. Heute mit dem Spiel The Peacekeepers. 1994 erschienen. Könnt ihr alleine oder zu zweit spielen. In diesem 1994 für Super NES veröffentlichte Actionspiel beginnt die Geschichte, als bekannt wird, dass die DM Corp und ihr Präsident Trip Lago für eine Reihe von beunruhigenden Vorkommnissen verantwortlich sind. Nun ist es an Flynn und seiner Crew, die DM Corp aufzuhalten. Der Pfad, den du dabei nimmst, hat Einfluss auf die Story. Kämpfe dich durch die actionreichen Level und nutze die besonderen Fähigkeiten jedes Charakters. Hältst du den X-Knopf gedrückt und drückst danach den A-Knopf, kannst du den Superangriff des jeweiligen Charakters ausführen. Okay, starten wir direkt rein. Keine Ahnung, was mich jetzt hier erwarten wird. Hab ich noch nie gespielt. Bin gespannt. The Peacekeepers. Ein Spieler sind wir. Prokop, Echo, Flynn und L. Ich nehme mal Prokop. Oh, it begins. Es beginnt nun. In Ordnung, Amy. I'll be there soon. Bin bald da. E mit B spuck ich Feuer. Mit A spuck ich Feuer. B bringe ich Y Schlange. Ja? Alles klar. Und an X und A, was wir auch gerade gelesen haben. Ja, okay, ja. Auf der Mine oder sowas getreten. Okay, es macht jetzt nicht wirklich Sinn gerade hier, irgendwie. Wir müssen einfach die Gegner besiegen, damit wir weiterkommen. Wir haben schon etwas öfter solche Spiele. Zack. Okay, das hat ziemlich gut was gebracht. Zerstör den, Alter. Sehr interessant. Bam. Feuer, ja, more Feuer. Ah, der war effektiv, sehr schön. Okay, wie komme ich gerade nicht klar auf dieses Spiel? War noch unfair, 2 gegen 1, ne? Psch, psch, psch. Das stört euch nicht. Ah ja, jetzt kommen wir jetzt an den Punkt, wo wir uns den Weg aussuchen. Dass man die Story beeinflussen kann sogar. Nach oben oder nach rechts? Jo. Weiß nicht. Beide weg? Nein, der eine lebt noch. Okay, sehr interessant. Sind gar nicht so starke Gegner? Ein paar Mal zu schlagen und die sind weg. Mir fehlt hier die Musik irgendwie. Mhm.
Ich. Ja, das ist geil. Ja, Double Kill hier. Ja. Ja, der eine lädt jetzt noch. Okay. Dieser Spring-Animation ist auch richtig komisch. Exterminate, Destroy, you must not try. Okay, ich darf nicht überleben, okay. Und, oh, direkt Hälfte weg. Oh, er macht mich fertig doch. Ui. Spezialangriff, komm. Das stört ihn, Alter. Nein, nein, nein. Komm, den schaffen wir. Oh, nee, schade. Ja, wir wollen natürlich weitermachen. Oh, wir können ja einen anderen jetzt auswählen. Lin nehme ich mal. Oh, scheiß Ding. Ich habe falschen Knopf gedrückt. Achso, eine Doppeltleiste hat der. Ah, okay. Deswegen war sie gelb. Ja, komm. Betreibt man nicht. Machen wir einfach mal seinen Spezialangriff hier. Ja, mit A. So einen schnellen Hieb. Okay. Ist aber nicht so richtig nice, irgendwie. So, oh, komm, der soll jetzt weg. Haben wir jetzt Level 1 geschafft? You are trapped. Happening. My explosions. Chaos. You are doomed. Okay. Ja, das war auf jeden Fall Stage 1. Die haben wir jetzt schon geschafft. Okay. So, jetzt können wir uns wieder während der nächsten Stage wieder den Charakter aussuchen. Challenge 17. Explosion, Damage, Our Lab. Genetic, Mutations are coding all over the complex. What's Mr. Love has us experiment, okay? And cause horrible side effect. Markiert der Dinger hier irgendwas oder? Aber wirklich, mir fehlt die Musik hier. Es muss nicht viel sein. Also bisschen kleine Melodien hier wäre schon nice. Vielleicht kann man die ja in den Optionen einstellen. Bäh. Aber schlecht Spezialattacke. Was wir zwei jetzt leider nicht sehen. Den ersten Teil davon. Aber war Medikamente. Mist. Ich gehe nochmal zurück. Kann ich das aufheben? Ach so, da kommen wieder Gegner. Interessant. Mutanten einfach nur. Autsch. Bob. Wir können uns wieder ausholen, nach oben oder nach rechts wieder. Können wir weitergehen schon? Nein. Aber wir müssen immer die ganzen Gegner besiegen, die auftauchen. Man kann ja nicht einfach durchwaschen. Ja, jetzt geht's einfach. Das macht nicht wirklich Sinn, okay. Aber soll's. Oh, Blitzschlag, ja. Du hast eine lange Zunge weg, EA. Ja, ekelhaft, EA haut ab. Go. Go.
Wieso hat er den schon in der Hand gehabt? Hä? Nein, 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 nein. Hau ab. Scheiß Ding, ey. Nimm mit. Er hatte das noch in der Hand, Alter, wie geil. X und A, dann mache ich das hier. Nicht effektiv. Okay, also wahrscheinlich irgendwie so Professor oder so. What more meet my friend at Ozymandias Island. Okay. Achso, ja, er verwandelt sich in was. Okay, wir hauen einfach ab. Das geht natürlich nicht, ne? Oh, zertrete den doch jetzt hier einfach mal. Sind wir jetzt nicht wieder am Anfang? Da, wo wir die Wand hier zerstört haben? B1 sind wir jetzt. Kann ich sagen, ob das jetzt was weit Neues ist? Aber wahrscheinlich schon. Ne, hier waren wir noch nicht, ja. Gleich aufgebaut wahrscheinlich. Und der Boss kommt jetzt. Ah. Hier ist der Tür. Gott kann er. Ein Wall. Der will mich abstechen, oder? Sein Ernst, Alter? Der hat ja viel mehr Leben als ich, Alter. Autsch. Oder ist das jetzt sein spezielles Ding, Alter? Ich jetzt gar nicht verstanden, was ich da gerade hatte. Nehmen wir nochmal Echo. Eine Sie, okay. Das schlägt ja ganz halt zu, Alter, aber wie soll das gehen? Alter. Okay, komm, mach ihn weg, Alter. Das ist immer die Spezialattacke. Yay. Okay, das ist sehr interessant. Man schlägt keine Weiber. Hey, my brother. Brother? Okay. Ach, da kommen wir einfach direkt hoch. Also ich gehe mal jetzt hier nach rechts. Ist auch Stage Clear. Ja, okay, sehr interessant. Keine Ahnung. So, das waren die ersten zwei Stage. Wie es weitergeht, könnt ihr ja selbst ausprobieren. Ah, die Musik gefällt mir auf jeden Fall. Aber so, naja, war nicht so mein Spiel wirklich. Beim nächsten Mal geht es weiter, ja, mit einem super Spiel. Super Metroid. Bis dahin bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen und sage neulich mehr Basti. Bleibt fit im Shit und ciao.